Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Tunic. Und in der letzten Folge haben wir ja schon so einige, haben wir schon einiges erlebt und haben unsere Fähigkeiten wiederbekommen und das Ganze. Und haben uns ein bisschen mit dem geheimen Buch beschäftigt. Das heißt, wir haben ja unser Buch hier und wenn man auf diese Seiten geht, 47, 48, das ist die Feenquelle. Jetzt habe ich wirklich bestimmt eine Stunde lang nach der Feenquelle gesucht, die finde ich nicht. Ist auch egal, aber wir finden halt diese Truhe hier. Die Truhe haben wir bei mir im Haus gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Wir waren in meinem Haus drin. Und dort haben wir, ich gehe da nochmal rein, zeige ich nochmal, wir waren hier drin. Und haben, wenn ihr euch daran erinnern könnt, dieses Muster hier an diesem Teppich hier nachgemacht und diese Kiste erschien. Und aus dieser Kiste heraus flog etwas. Ich wusste damals nicht, was es war. Jetzt weiß ich's. Und zwar ist es eine Fee. Die Kiste, dann kommt die Fee. Und da unten, das ist das Muster. Und hier ist das Muster halt, das ist an der Wand gewesen. Aber es gibt wohl recht viele Muster. Und die werden wir jetzt einfach versuchen mal zu finden. Ich weiß nicht, ob wir alle finden können, aber wir haben ja eine Hilfe. Und zwar stehen die ja hier. Geheimer Treffpunkt, versiegelter Tempel, Steinbruch, Ostwald, die Großbibliothek, Westgarten, Festung des Südwürger, Ostwald. Das heißt, da werden wir überall Feen finden. Dann sind noch welche, wo wir es nicht genau sehen können. Das macht aber nichts, denn das interessiert uns gar nicht. Wir wollen ja unsere jetzt finden. Und ich glaube, das können wir ganz gut hinkriegen. Wir gehen jetzt einfach mal raus und gehen diese verschiedenen Sachen durch. Und der geheime Treffpunkt, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber der versiegelte Tempel, den kennen wir doch. Glaube ich. Ja, ich glaube, den kennen wir. Dann habe ich noch einen Wink bekommen, mit einem Zaunfall sozusagen, von jemandem, dass ich doch mal nochmal die Mühle hier angucken sollte. Denn die Mühle dreht sich ja in die Richtung. Aber ist das hier noch eine Kiste? Habe ich auch gleich geöffnet. Okay. Aber es gibt hier, glaube ich, ein Muster drin. Das gucken wir uns mal an. Ist mir wohl aufgefallen, dass das Ding in die falsche Richtung dreht. Auf dem Bild. Aber vielleicht können wir das ja auch mal probieren. Ob wir die in die falsche Richtung gedreht bekommen. So, wir sind jetzt da. Wir versuchen jetzt mal. Wo war denn das? Wo hat er die das denn gesehen, die gute Frau? Da war es nicht. Was war hier? Irgendwo stand das mit diesem. Ich kann mich auch erinnern, dass diese Mühle stand. Ach, warte mal, stand hier ganz zum Schluss, ne? Da. Da dreht sie in diese Richtung, aber. Und die Mühle dreht tatsächlich in die andere Richtung, da hat sie recht. Was bedeutet das denn, dass ich, wenn das kommt, nach rechts drücken soll? Da nach oben? Da nach. Immer wenn es unten angezeigt wird, muss ich in die Richtung drücken. Das heißt. Okay. Zeigt dann, ist das Ding unten, geht es nach unten, da geht es nach oben, da geht es nach links und da geht es nach rechts. Also immer, wo die Öffnungen hin zeigen. Testen wir mal. Aber welches meinst du denn immer? Immer das untere Blatt, okay. Also, pass mal auf. Oder? Ja, pass das jetzt mal drauf. Oben. Rechts. Unten. Links. Links. Oben. Oben, rechts, unten. Oh, geht nicht. Hält dich daran stehen, warte mal. Stell das mal direkt rein. Also rechts, oben, oben, rechts, unten, links, links, oben, oben. Rechts. Nee. Da sind ja auch so komische Bänder dran. Seht ihr das? Haben die was zu bedeuten? Dann müssen wir kurz drauf gehen. Ach, das heißt, bei diesem Band müssen wir vielleicht anfangen. Das ist das erste. Kann das sein, weil da ja auch ein Strich ist? Gucken wir mal. Das sind zwei, also im ersten, also bei dem hier theoretisch, oder? Das wäre dann unten, rechts, rechts, oben, oben, rechts. Warte mal. Unten, links, nee, ist auch verkehrt.
Oder muss man beide angeben? So zum Beispiel, was weiß ich, oben, oben, unten, unten, einfach mal. Machen wir mal, pass auf. Da ist auch so ein Benzel dran, seht ihr das? Dieses Benzel, was da hängt. Wofür kann das denn stehen? Also, guck mal, ich versuche es mal anders jetzt, pass auf. Also, wir machen oben, oben, unten, aber dann müssen wir unten rechts. Rechts, unten. Links, links. Unten, links. Rechts, oben. Oben, oben. Unten, rechts. Links, unten. Rechts, unten, schön. Links. Unten, links. Rechts, oben. Das ist auch verkehrt. Wie kann das denn, was kann das denn für eine Lösung sein da? Ist gar nicht so leicht, finde ich. Was könnte das sein? Also, verstehe ich nicht ganz so. Verstehe ich nicht ganz so. Warte mal. Also, die dreht sich jetzt, also die dreht sich ja wahrscheinlich in eine andere Richtung, aber tut die ja bei mir nicht. Ich drücke da genau dahin, wo das sein soll. Denke ich mal. Oder sehe ich das verkehrt? Blickt das nicht ganz so, muss ich zugeben. Unten, warte mal, gucken. Also ich glaube, der meint doch nur den unteren Bereich, oder bin ich verkehrt? Weil was anderes dürfte er doch gar nicht wissen. Wissen, sage ich schon. Oder ich verstehe das nicht ganz. Warte, wir müssen mal gucken. Also, ich muss mal kurz gucken. Also, wir haben ja. Hier fängt das vielleicht beim 1er fängt es an, würde ich sagen. Also. Ich weiß nicht, vielleicht stehe ich auch verkehrt. Muss ich hier stehen vielleicht? Wir stellen es mal hier auf die Treppe. Also, wir fangen jetzt einfach mal an bei dem ersten Strich hier. Das heißt, wir haben unten, links, links, oben, oben, rechts, rechts, ich fange jetzt oben einfach weiter an, links, unten, rechts, oben, unten, rechts. Nee. So hätte ich das gedacht. Also ich hätte jetzt so gedacht, dass man vielleicht von außen anfängt. Also man fängt mit unteren Reihe. Weil seht ihr dieses Band, was da dran ist? Das zeigt ja an, geht von den zu dem, von unteren zum nächsten, oder? So würde ich es denken. Das heißt, wir fangen bei der 1 Bandage an, die da rechts unten an der Windmühle ist. Jetzt setzen wir mal, pass mal auf. Also fangen wir an. Hier ist ja, es fängt ja an mit, das Loch ist unten, also unten, links, links, oben, oben, rechts. Und jetzt gehen wir in den inneren Kreis, rechts, links, unten, rechts, oben, unten, rechts. Nee, passiert nichts. Ich wüsste nicht, wie ich das anders machen kann. Also, wenn ich da reinging, bringt es ja auch nichts. Dann sehe ich die ja nicht mehr. Nee. Warte mal. Ich schreibe mir das mal auf kurz. Warte mal. Also hier nochmal. Unten. Links. Links. Oben. Oben. Rechts. Rechts. Links.
unten, rechts, oben, unten. Okay, also jetzt abgeschrieben. Es ist runter, also nach unten, links, links, oben, oben, rechts, rechts, links, runter, rechts, hoch, runter. Ich mach's mal schnell. Also runter, links, links, oben, oben, rechts, rechts, links, runter, rechts, hoch, runter. Ah, guck mal. Also ich habe zu lange Zeit gelassen, ne? Na gut. Huh. Sehr gut, Dankeschön für den Tipp. Haben wir es bekommen für? Irgend so ein komisches Ding. Aber perfekt, ja, also das ist ja cool, dass es so geht. Da muss man echt sich einige Sachen aufschreiben, ne? Ist schon abgefahren, oder? Wie viele Rätsel die hier reingeballert haben. So. Gehen wir oben längs. Also, oh. Gehen wir hier im Wasserfall rein. Denn, ich meine hier in diesem, ist das nicht dieser Tempel hier eigentlich? Doch, ne? Zurückgebrachte Seelen 1. Da, und da hinten ist das Muster dran. Oder hier rechts ist das Muster. Könnt ihr das sehen? Ach so, wir haben, das ist eine Fee, die wir zurückgebracht haben bis jetzt. Ich dachte, man könnte hier reingehen und irgendwas machen, aber das ist anscheinend gar nicht so. Also hier ist anscheinend nichts drin. Gut. Hier bringen wir die Feen also hin. Können wir hier irgendwas machen? Weil da ist ja auch ein Muster da. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Ist ja die Frage, wie das Muster aussieht. Ich kann es mal testen. Es geht dann so runter, rechts, hoch, rechts, hoch, rechts, hoch, links, hoch, links, hoch, rechts, hoch, rechts, hoch, links, runter, rechts, runter, rechts, hoch, rechts. Nee, das war nichts. Also hier ist anscheinend nichts. Gut, aber hier bringen wir die Seelen hin. Das ist schon mal gut zu wissen. Ups. Ja, lass mal gucken, ob wir was anderes finden. Aber hier laufen wir so weiter. Ja. So. Schön, dass man so schnell machen kann, ne? Tschüss. So geht's natürlich auch. Huch. Kann ich hier nicht runter hingehen? Doch, da, ne? Wo geht's denn hier nochmal hin? Ach, da geht's zu diesem... Da müssen wir gar nicht hin, stimmt. Okay. Gut. Dann müssen wir gucken, was wir noch irgendwie woanders hinkommen hier. Ja, hier hatten wir ja schon. Hier ist ja nichts für uns. Dann laufen wir hier hoch. Hier geht es zum Berg hoch, da bringt uns das noch nichts. Aber was wir anscheinend erst machen können, wenn... Oh. Oh, jetzt wird's eng. Oh, oh. Guck mal, das ist... Können wir da ans goldene Tor gehen? Ist da nicht irgendwas? Also wir können auf jeden Fall zum Startpunkt gehen, dann können wir einmal speichern. Bevor wir hier sterben. Ha! So. Gut, also wir gucken mal. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man hier auch irgendwas findet. Also es steht da drin, dass da dieser Tempel... Muss mal kurz gucken auf die Karte hier. Stand da nicht irgendwas mit Tempel? Also die haben wir jetzt gelöst. Da. Da steht versiegelt der Tempel, das ist der hier, ne? Da müssen wir also was drin finden, ein Muster oder irgendwas, womit wir so eine Fee befreien können. Muster, 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 Muster. Das könnte natürlich schon ein Muster sein, was wir hier haben. Seht ihr das? Das könnte schon ein Muster sein. Ich weiß nur die Frage, wo der Anfang ist. Vielleicht unten? Wir gucken mal, ein bisschen auf
oben, rechts, oben, links, oben, rechts. Nee, ist verkehrt. Hier ist auch noch so ein Ding drin. Also, okay, pass auf. Also geht es oben, rechts, oben, links, oben, rechts, oben, links, oben, rechts, unten, rechts, oben, oben, links. Okay. Zack. Perfekt. Nächste Fee. Boom. Gut. Ja, habe ich schon mal eins gefunden. Immerhin. So, das versiegelte Tor. Was stand da noch? Der Steinbruch. Der Steinbruch, der Steinbruch, der Steinbruch. Steinbruch, genau, da können wir doch. Zum Steinbruch kommen wir, wenn wir oben über die Berge laufen, ne? Das machen wir jetzt mal. Huch. Gehen wir schnell hier hoch. Weil ich meine, der Steinbruch ist ja da oben, da kommt man direkt rein. Finden wir da auch was, glaube ich. Bum, 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 bum. Genau, und das Ganze hier läuft ja darauf hinaus, dass wir diese blöde Dings hier öffnen können. Diese, wie heißt das? Tür. Mann, das Tor. Das riesige Tor hier. Das hier zum Beispiel. Das würde ich ja gerne mal öffnen. Können wir aber nicht. Ich glaube, da fehlt uns noch mega viel für. Okay, wir können aber ins Steinbruch gehen. Und gucken mal, ob wir da irgendwelche Muster entdecken. Also zumindest haben wir ja hier Steinbruch. Das hier könnte zum Beispiel auch wieder Muster sein. Mit den ganzen Pilzen hier. Okay, da müssen wir gucken, ob das ein Muster ist. Da müsste man ja... Wenn ich da von dem Großen in der Mitte anfange, dann wäre es ja oben... Links, oben, links, oben, oben, links, links, runter, rechts, rechts, hoch, rechts, hoch. Ah, nee, warte mal. Oben. Warte mal kurz, bevor wir mal auf. Oben, links, oben, links, oben, links, oben, links, runter, rechts. Runter, rechts, rechts, hoch, rechts, hoch, hoch, rechts, hoch, runter. Nee, ist auch verkehrt. Wie muss man das denn machen? Vielleicht ist es auch gar kein Muster hier, nur was nebenbei. Vielleicht mache ich einfach Quatsch. Aber es sieht ja schon sehr nach einem Muster aus, ne? Muss man ja sagen. Also wenn das der ist, dann können wir auch sagen, hoch, links, hoch, links, hoch, links, hoch, links, links. Nee, verkehrt. Also es geht, also ich würde sagen, guck mal, von hier geht es nach den, dann hier rüber, dann eine hoch, dann nach den, eine hoch, dann nach den, noch ein weiter, dann geht es wieder runter, oder? Und so rum. Wie wir sagen, pass auf, oben, links, oben, links, oben, oben, links, links, runter, rechts, rechts. Oben, rechts, oben, links, runter, 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 links. Puh. Das ist gar nicht so leicht, ne? Hm. Wenn es das überhaupt ist, ne? Weiß man natürlich nicht. Vielleicht ist es auch anders. Könnten wir aber gut vorstellen, dass es das hier ist, weil sonst wüsste ich das nicht mehr. Oder? Also ich versuche mal. Warte mal. Oben? Oder es geht einen anderen Weg rum. Vielleicht oben, rechts. Nee, geht ja auch nicht, ne? Oben, rechts, runter, links, oben, rechts, oben, links. Oben, rechts, rechts, runter. Nee, ist doch. Das kann, passt ja auch nicht. Aber es sieht einfach so danach aus, finde ich. Oder? Finde ich jetzt. Weiß ich jetzt nicht, ob es richtig ist, aber. Ich gucke mal auf die Karte hier.
also Steinbruch, das ist ja da, wo wir jetzt sind, ne? Ah, versiegelte Tempel, guck mal, da haben wir ein Kreuz schon bekommen, das heißt, den haben wir schon geschafft. Jetzt fehlt uns doch auch noch dieser Steinbruch. Also sonst wüsste ich jetzt nicht, was es da noch geben könnte. Fällt mir sonst jetzt nichts ein. Das ist doch merkwürdig. Versuch mal, pass auf, mal. Also, vielleicht ist auch oben rechts. Oben links, runter links, oben links, oben rechts, runter rechts, runter rechts, oben links, oben rechts, runter rechts, runter. Nee, das ist auch nicht. Ich glaube, das ist hier einfach gar nichts. Ich glaube, das ist hier gar nichts. Ich habe irgendwas eingebildet hier. Sieht zwar so aus, aber es gehört wahrscheinlich nicht dazu. Würde ich behaupten. Weil sonst wüsste ich nicht mehr, wie man das jetzt noch machen könnte. Weil es ist ja, muss ja einfach diese Reihenfolge sein, wie ich das mache. Gucken, ob es hier irgendwo was anderes gibt noch. Weil sagt ja irgendwas von wegen, dass es hier in diesem Steinbruch sein muss. Gibt es vielleicht noch eine andere Gegend, wo man das machen kann. Oder auch nicht. So, gehen wir hier runter. Das ist, glaube ich, eine etwas längere Folge hier, weil man wirklich viele von diesen Feen finden muss. Ich schneide es euch aber auch ein bisschen zurecht. Jetzt, vielleicht bin ich auch jetzt erst im Steinbruch. Wie findet man das jetzt was? Oh, das kann ich mir auch nicht vorstellen, ne? Hier. Ist ja hier noch irgendwas drin, was wir nicht gesehen haben? Kloster? Naja, stand da drin im Steinbruch, ne? Und nicht Kloster. Das ist auch so schwierig sein muss, finde ich. Das ist doch merkwürdig. Na gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es woanders sein kann als da, wo ich jetzt gerade war. Weiß ich wirklich nicht, sonst. Na komm, ich kann direkt hier hochgehen. Also ich glaube, dass da oben ist das. Weil das ist, sieht so nach Muster aus. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das nicht ist. Ist nur die Frage, wie man das hinbekommt. Für mich wäre das hier, wenn ich hier stehe, wäre es oben links, oben links, oben links, oben links, unten rechts, rechts, oben rechts, oben oben, oben rechts, rechts. Das ist es nicht. Das ist doch merkwürdig, oder? Runter, links, oben, links. Tatsächlich. Okay, also hier, das weiß ich nicht, wo das hier ist. Dann gehen wir erstmal raus. Wüsste ich jetzt nicht, also weiß ich wirklich nicht. Bin ich zu blöd für, das zu finden. Kann ja auch sein, man weiß ja nicht alles, ne? Ist ja einfach so.
Also, glaube ich. Warte, ich will noch eine Sache probieren da. Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass das nicht ist. Aber man weiß es nicht. So, pass auf. Wir haben ja diesen Dinger hier. Also, wir haben hier diese Dinger. Also, wir gehen jetzt... Ist auch die Frage... Warte mal, gucken wir noch auf die Karte. Wenn er das zeigt, er geht ja... Ja. Also, wir gehen... Wir gehen hoch, dann gehen wir mal rechts, dann gehen wir runter, dann gehen wir links, dann gehen wir hoch, dann gehen wir rechts, dann gehen wir hoch, dann gehen wir links, dann gehen wir runter, links, dann gehen wir hoch, dann gehen wir rechts, dann gehen wir rechts, dann gehen wir runter. Ich dachte, dass es hier ist, das ist also nochmal, ich versuche mal nochmal. Runter, links, hoch, rechts. Tatsächlich. Okay, man muss es... Ich habe es von der anderen Seite gemacht. Also, keine Ahnung, ob es damit Auswirkungen hat. Aber so klappte das. Also, ich habe mir jetzt einfach vorgestellt... Ich habe es einfach von hier jetzt gemacht, ne? Also, dass wir dann... Ja, naja, klappte ja. Egal. Gehen wir zurück. Perfekt. So. Jetzt können wir auch ein bisschen blitzen. Können wir hier jetzt rüber blitzen auch? Von hier vielleicht? Ne, da man kann natürlich in die Ecke kommen oder so. Ne, kann man nicht. Okay, dann gehen wir erstmal runter. So. Ja, jetzt werden die Folgen ein bisschen länger, aber es liegt doch daran, weil wir jetzt ja wirklich viel mehr auch erreichen müssen. Also, ja, das heißt, jetzt haben wir schon zwar ein paar Feen erwischt, aber es sind ja noch längst nicht alle. Und wir suchen jetzt noch eine. Und zwar jetzt gucken wir auf die Karte. Abgekrackt. Jetzt fahren wir, gehen wir mal Richtung Ostwald. Oder müssen wir die Feen schon abgeben? Warte mal. Dann machen wir das später. Die gehen wir wahrscheinlich später ab, ne? Ja, gehen wir später ab, okay. Schnell so. Ach ne, das war dumm. Obwohl. Vielleicht hier durch. Wir speichern einmal kurz. Gut. Die Frage, wo wir noch hin können. Was gibt's denn noch hier? Ostwald, Ostwald. Was nicht hier unten darunter längs? Heldengrab, was ich hier in, ich weiß nicht, irgendwie Richtung Ostwald? Ich weiß es nicht mehr. Hier haben wir die Tür geöffnet, das war auch gar nicht so schwer. Aber ich glaube, mehr konnten wir hier nicht machen, oder? Ne, hier geht zwar ein Dings runter, wir können auch die jetzt wegflaggen hier. Ich kann mir die Kiste jetzt mal holen da. Hm. Ein bisschen komisch. Ah, da wollte ich gleich rein. Gut. Nee, gut, aber dann lassen wir es doch erstmal für heute sein mit den Elfen. Mit den Feen, sonst wird es wieder so lange. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.